Jurassic Park 3 gibt sehr wahrscheinlich mehr Rätsel auf als der Riddler in The Batman. Viele Leute fragen sich, warum sich der Spinosaurus so seltsam verhält. Da habe ich schon ein Video dazu gemacht und die Frage beantwortet. Es gibt aber auch andere Fragen, die einfach irgendwie im Dunkeln bleiben, weil da muss man sich halt wirklich eingestehen, da gibt es jetzt keine wirkliche Antwort drauf. Auch in Bezug zu Aussagen des Regisseurs, ich spreche jetzt hier über die Fantheorie, ist der T-Rex aus Jurassic Park 3, der vom Spinosaurus getötet wurde, der gleiche Rex wie in The Lost World. Da habe ich auch schon ein Video zu gemacht, das habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt, wo ich auf diese Frage eingehe. Das sind alles Fragen, die Jurassic Park 3 betreffen und auch die Frage in diesem Video hier wieder dreht sich um Jurassic Park 3. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Der Film beginnt mit dem Opening, dass wir hier das Logo Jurassic Park sehen. Plötzlich werden da drei Krallen durch das Logo durchgeschlagen und dann haben wir eben hier Jurassic Park 3. Die Kamera fliegt durch das Logo hindurch und wir sehen, wie ein Gleiter oder eben ein Boot mit einem Gleiter an der Insel Isla Sorna vorbeifährt. Das ist eben Touristenattraktion. Es wird auch sehr schnell klar, dass das Ganze wohl illegal ist. Ich meine, wir wissen das ja, dass dieser ganze Raum eigentlich gesperrt ist, sowohl der Luftraum als aber eben auch der Raum auf Wasser und na klar auch auf Land. Und das Ganze versucht relativ harmonisch anzufangen. Wir als Zuschauer wissen aber, das geht auf gar keinen Fall gut. Und genauso kommt es dann eben auch. Das Schiff fährt kurz darauf in eine Nebelwand rein und dann fängt das Seil an, immer wieder runtergezogen zu werden, als würde irgendwas an diesem Seil ziehen. Als das Schiff dann wieder aus dem Nebel herausfährt, sieht man, dass die Crew an Bord, also die drei, vier Leutchen an Bord des Bootes, auf einmal weg sind und überall liegt nur noch Blut rum. Also die sind scheinbar tot und von irgendwas gefressen worden. Nur von was sollen die gefressen worden sein? Es gibt eigentlich keine wirklich plausiblen Hinweise darauf, was das gewesen sein könnte. Viele da draußen sagen ganz klar, das war der Spinosaurus, das muss der Spinosaurus gewesen sein. Kann ich mir nur sehr schlecht vorstellen. Ich meine, das Argument, was die meisten bringen, ist, der kann halt schwimmen. Das ist schon richtig, aber viele Saurier können schwimmen. Der Spinosaurus hätte doch wesentlich mehr Schaden mit diesem Boot angerichtet, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Dann gibt es immer die klassische Antwort, die bei allem einfach erstmal reingeworfen wird. Das waren die Raptoren. Aber auch hier, ähnlich wie bei der Frage, was hat die Besatzung aus Jurassic Park 2 The Lost World getötet, wo sind die Raptoren denn plötzlich hin? Sind die einfach nur aufs Boot gesprungen, haben die Leute runtergezogen und wieder ins Wasser rein? Auch die Theorie nach einer Wasserkreatur ploppt immer mal wieder auf, quasi nach dem Motto, den Saurier haben wir einfach nie gesehen, wir wissen gar nicht, was für eine Art von Saurier das war. Manche Fans schicken dann sogar Bilder in Foren rein von so einem Nessie-artigen Dinosaurier-Geschöpf, ich weiß nicht, wie der heißt. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare unten rein. Auch das wird als Theorie in den Raum geworfen. Und mal wieder gibt es hier eine Antwort vom Regisseur, welche er mehr oder weniger, wir sagen mal passiv, in der Dokumentation oder eher im Making-of zu Jurassic Park 3 geäußert hat. Er nimmt zwar keine Stellungnahme zur direkten Frage, aber er beschreibt die Szene so ein bisschen. Und das ist schon wirklich sehr aussagekräftig. Die Szene dient dazu, um einen Schockmoment zu erzeugen. Wir als Zuschauer sollen den gleichen Schock bekommen, wie die beiden eben, die da in der Luft rumhängen. Das heißt, wir sehen nicht, was da unten passiert. Wir erfahren es auch nie. Und warum nicht? Weil kurz nach der Szene auch die beiden Eric und Mr. Hildegrand sich ja loslösen von dem Kabel und dann eben auf die Insel fliegen. Auch die beiden bekommen niemals eine Auflösung, was da eben passiert ist. Der Grundgedanke ist an sich ganz cool, aber irgendwie doch bescheuert umgesetzt, weil die Frage ja trotzdem noch im Raum stehen bleibt, was könnte das rein logisch gewesen sein? Hierzu habe ich jetzt bei einer Forenrecherche einen Eintrag gefunden von jemandem, der behauptet, es gab eine frühere Version oder er hätte mal irgendwas gesehen, wo bestimmte Sachen beschrieben werden, die ich euch gleich mal vorstellen möchte. Hierzu ist ganz klar gesagt, ich habe dazu nichts gefunden, außer diesen einen Foreneintrag. Weder irgendwelche Aussagen vom Regisseur, noch von irgendeinem Produzenten, noch von irgendwelchen öffentlichen Jurassic Park Websites. Das ist wirklich der einzige, von dem ich diese Theorie gehört habe. Und er meint halt eben, er hätte da mal was in der Hand gehabt, als das ganz früh noch in der Mache war, beziehungsweise als Jurassic Park 3 erst noch angekündigt wurde. Ich habe dazu nichts gefunden, kann sein, dass es auch alles kompletter Quatsch ist. Aber interessant hierbei ist, so würde das Ganze irgendwie Sinn ergeben. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum das Ende von Jurassic Park 3 so ein bisschen abgehackt ist? Ich meine, wir haben erst den großen Kampf Spinosaurus gegen die Menschen. Danach flüchten die und wir bekommen hier eine sehr coole Szene zwischen den Raptoren und den Menschen, wo wir eben auch sehen, wie intelligent und sozial die Raptoren eigentlich sein können. Die wollen einfach nur ihre Eier wieder haben, also ihre Kinder, und hauen danach ab. Wir hören daraufhin einen Helikopter, der sich der Insel nähert und dann sieht man eben kurz darauf den Typ im Anzug, wie er mit dem Megafon dasteht und eben in den Dschungel reinplärt. Dr. Alan Grant, und sucht dann eben die Leute. Auf einmal kommt dann die ganze Marine, US Navy und wer alles mit dabei ist, NYPD, kommt dann irgendwie aus dem Wasser rausgefahren und rettet dann eben die Leute von der Insel. Und das war irgendwie wie so ein Cut, so nach dem Motto, ey, wir müssen jetzt übrigens Schluss machen. Laut der Theorie
dieses Foreneintrags, des Forennutzers, hätte die Szene aber eigentlich noch weitergehen sollen, beziehungsweise hätte die ein bisschen anders ablaufen sollen. Und nochmal eine ganz kurze Warnung, bevor das jetzt hier als große Info, als großer Fakt gespreadet wird. Nein, das ist kein Fakt. Ich habe dazu nichts Offizielles gefunden. Das wäre eine Erklärung, die mir die Antwort geben würde, was auf dem Boot passiert ist. Ich finde das auch sehr plausibel, aber wie gesagt, es gibt keine offiziellen Stellungnahmen zu dieser Aussage. Und zwar hätte die Szene wie folgt ablaufen sollen. Mr. und Mrs. Kirby rennen zuerst aus dem Dschungel raus. Dr. Grant kommt dann eben erst später nach. Der Typ, der da am Strand rumsteht, der mit dem Anzug und dem Megafon, schreit denen entgegen, Mr. und Mrs. Kirby, und die schreien dann zurück, ja, und bla bla bla. Dr. Alan Grant erblickt daraufhin an der Seite des Strandes ein Boot. Das Boot, das wir auch am Anfang des Films sehen. Irgendwas kommt ihm dann seltsam vor und er nähert sich dem Boot und nimmt dann, wie wir es auch schon aus dem Film kennen, irgendwas in die Hand, was dann so zerbröckelt. Also er nimmt wieder den Vogelkot in die Hand. Die Szene hätte sich dann wahrscheinlich ähnlich angefühlt wie auch die, die wir schon im Vogelkäfig selber gesehen haben. Daraufhin blickt er in die Bäume nach hinten, also vom Strand zurück in den Dschungel, und sieht plötzlich etwas. Mr. und Mrs. Kirby reden ganz aufgeregt mit dem Typen, der da eben am Strand steht, und hier und da kommen dann schon einzelne Militärgruppen an den Strand und plötzlich schreit Dr. Alan Grant, lauft, sie sind in den Bäumen. Dann kommen die Piranodon aus den Bäumen herausgeschossen, der Typ mit dem Anzug wird gefressen und das Militär schießt dann eben die Vögel vom Himmel runter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde, diese Szene hört sich so an, als hätte sie wirklich eine Idee sein können, die aber dann eben verworfen wäre, weil sie dann, naja, einfach ein bisschen zu plump da eingefügt worden wäre. Solltet ihr mehr Informationen dazu haben, schickt mir bitte einen Link dazu in den Kommentaren. Es würde mich sehr interessieren, ob das irgendwie so passiert hätte sein können. In diesem Fall hätten wir eben dann auch die Bestätigung, dass es die Pteranodon gewesen wären, weil Dr. Alan Grant eben den Vogelkot am Boot gefunden hätte. Warum die Pteranodon jetzt unbedingt auf das Boot hätten kacken sollen, obwohl sie eigentlich nur die Leute gefressen haben, ich weiß es eben nicht. Aber meiner Meinung nach können wir den Spinosaurus dezent ausschließen. Hätte man erstens gesehen und er hätte wesentlich mehr Schaden angerichtet. Die Velociraptoren machen auch wenig Sinn, weil auch die wären irgendwie aufgetaucht. Bei der Pteranodon-Sache habe ich jetzt nur eben ein Problem. Die waren ja noch alle eingesperrt. Das heißt, die kamen ja noch nicht aus diesem Gehege raus. Sollte das wirklich ein ganz früher Ursprung eines ganz Urskripts und Drehbuchs sein, hätte es natürlich auch sein können, dass die gesamte Pteranodon-Szene, die wir mitten im Film bekommen, dass die eventuell gar nicht hätte im Film sein sollen, sondern die Szene, die wir jetzt hier am Ende beschrieben haben. Das heißt, die hätten sie einfach nur ausgetauscht. Das würde dann auch Sinn machen, warum wir das Finale nicht bekommen haben, wie ich es euch eben gerade beschrieben habe, weil die Szene eigentlich dann schon verbaut wurde mitten im Film. Vielleicht ist hier einfach doch mehr durcheinander gewürfelt worden, als wir wissen. Und die Szene sollte am Anfang in Verbindung mit dem Boot gebracht werden, dann wurde aber alles über den Haufen geworfen, dann haben wir eine andere Szene erhalten, aber die Bootsszene ist eben immer noch geblieben. Ich könnte mir so ein Chaos schon vorstellen, das ist nicht sehr unwahrscheinlich, aber wie immer will ich euch die Frage hiermit beantworten, welcher Dinosaurier hat die Crew vom Boot gefressen? Es gibt keine offizielle Antwort. Die Szene war nur dafür da, um uns einen Schockmoment zu geben. Sinn würde es aber wirklich machen, wenn es irgendwie die Pteranodon gewesen wären. Ich meine, es muss ja auch nicht sein, dass die Pteranodon, die wir im Film gesehen haben, die einzigen waren, die auf der Insel waren. Wir dürfen nicht vergessen, dass Jurassic Park 3 auf Isla Sorna spielt, auf der gleichen Insel, auf der auch Jurassic Park 2 spielt. Und in Jurassic Park 2 sehen wir am Ende wieder auch Pteranodons frei herumfliegen. Von daher kann das schon irgendwie Sinn machen. Also beantworte ich jetzt hiermit eure Fragen. Laut offizieller Seite gibt es keinen Dinosaurier. Es wurde sich nie drüber Gedanken gemacht, was das für ein Saurier hätte sein können. Das war einfach nur der Schockeffekt, der erreicht werden sollte. Wenn ihr jetzt aber mit eurer Freundin oder eurem Freund auf der Couch hockt und dann sagt, okay, aber ich würde das ganz gerne plausibel erklären können, wenn ich dann gefragt werde, hä, was ist denn da eigentlich passiert? Dann finde ich die Aussage mit dem Pteranodons doch irgendwie am sinnvollsten. Ich versuche in meinen Videos wirklich alle eure Fragen so genau zu beantworten, wie es geht, aber es gibt nun mal auch manche Fälle, wo es einfach keinen wirklichen Hintergrundgedanken gegeben hat. Das ist jetzt eben so ein Fall. Deswegen, wenn ihr mich fragen würdet, würde ich mich wirklich auf die Aussage des Pteranodon beschränken und sagen, ja, das passt schon irgendwie dann zusammen. Jetzt bist du gefragt, wie ist deine Meinung zu der Theorie? Sagst du, ja, das könnte sein mit dem Pteranodons, oder sagst du, nee, kompletter Quatsch, das muss der Spinosaurus gewesen sein? Schreib mir deine Begründung dazu in die Kommentare rein. Und wenn du irgendwelche Infos hast zu der Story, die ich dir eben gerade erzählt habe, die ich aus dem Forum rausgenommen habe, schick mir bitte einen Link in die Kommentare rein, da würde ich mir das Ganze nämlich nochmal genau durchlesen. Ich hoffe, das Video hat dir dennoch gefallen, trotz viel Spekulation und trotz, eigentlich sind wir am Ende genauso wenig schlau wie davor. Außerdem kannst du dir hier mal den Kanal von Peterio angucken, den habe ich dir mal unten in der Beschreibung verlinkt. Der befasst sich auch mit einigen dieser Fragen und da kannst du mal draufklicken und mal gucken, ob er vielleicht zu anderen Erkenntnissen gekommen ist als ich. In diesem Sinne bin ich erstmal raus mit dem Video für heute. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.